Hallo, hallo, meine Freunde, hier ist wieder euer Einheil-Harry. Heute habe ich was Neues vorzustellen, was ganz Tolles. Vielleicht hört man es, wenn man sowas sieht. Und zwar, trara, schönes Köpferle. Schauen wir mal rein. Der neue Hirocco 3628, 36 Volt und 28 mm. Bohrleistung im Beton. Da ist hier den Gantgriff, den muss man anscheinend festschrauben. Dann ist dabei die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise. Und dabei der Abstandhalter, wenn Sie klein ist, die Löcher bohren müsst. Hin. Ich habe zwar den noch nie verwendet, ganz ehrlich, aber wenn er schon da ist. So, das ist die Maschine. Du hast einen schwingungsgedämpften Handgriff hier. Dann haben wir eine Drehzahlelektronik, ein pneumatisches Schlagwerk, sodass man praktisch auch gar nicht drücken muss, sondern dass der selber sich neu arbeitet. Rechts-Links-Verstellung. Dann hier Schrauben, Hammerbohren. Meißeln und Meißeln mit Arretierung. Du hast hier wieder Softgrip, so wie man es von einer Hand gewöhnt ist. Er liegt sehr gut in der Hand. Hat ein Produktgewicht von, ich habe sogar eine Waage habe ich hier gekriegt, da, schau. 3,4 Kilo. Genau, 3,4 Kilo. Und mit zwei Akkus. Das sind 252 Akkus. Haben wir ein Produktgewicht von 5,16 Kilo. Das ist das Produktgewicht praktisch vom großen Hirocco. Ich habe auch einen kleinen hergerichtet. Der hat ein Produktgewicht von mit dem 5,2 Akku von 3,06 Kilo. So, und ich habe mir natürlich gedacht, wir gucken den jetzt nicht bloß an, sondern wir probieren den gleich aus. Ich muss da hinten noch ein paar Löcher bohren, ich habe schon welche gebohrt. Da kommen noch ein paar Halter hin. Da muss ich noch ein paar Löcher bohren. Und das werden wir jetzt dann gleich machen. Dann ist die Maschine mit vor. Da ist man einen Unterschied da sehen, wie stark die sind. Oder er ist auch stark, aber das ist der stärkere. So, dann nehme ich euch mit vor. Oh, da ist vorne. Nehme ich euch mit vor. Und dann können wir das vielleicht mal einschätzen. Wie stark der ist. So, ich nehme jetzt als erstes den kleinen. Gehörschutz nicht vergessen, gell? Tinnitus lässt nämlich rufen. Und ich hebe den jetzt nur hin und lasse von selber neu arbeiten. Abstandhalter, schau. So, machen wir da noch einen.
Am Bohrer sieht man es schon. Ne? Jetzt gehen wir noch am Bohrer. So, jetzt schauen wir den kleinen nochmal. Eins machen wir noch. Ich hoffe, man hat das gut gesehen. Ich denke ja. Den Unterschied, ich nehme mal wieder mit vor. So. Und was ist mein Fazit? Mein Fazit ist natürlich, der ist klein und handlich. Den wäre natürlich, wenn jetzt ich irgendein Regal aufhänge oder Schränkle oder irgendwas an die Wand hinbohre, bei mir im Haus, dann werde ich wahrscheinlich den nehmen. Wenn ich natürlich größere Sachen zum Malen habe oder Stemmarbeiten oder wie letztes Mal Wand rausreißen, dann wird der nächstes Mal an drei kommen. Wir wollen dieses Jahr wahrscheinlich unser Bad umbauen. Da muss auch Wand rausgerissen werden und versetzt werden, weil das Bad größer gemacht wird. Ich werde dann auch wieder Filmchen drehen und werde den verwenden. Oder ich werde vielleicht beide verwenden, dass man sieht den Unterschied. Das ist noch bessere Idee. Aber mein Fazit ist, es ist eine super geile Maschine, die hat richtig, richtig Power. Die macht richtig Spaß. Also ich könnte jetzt nur 20, 30 gleicher bauen, wenn ich irgendwelche brauchen würde, aber ich kann nicht der Schweizer Käse machen, hier drin. Aber wirklich eine super geile Maschine. Macht Spaß, wie immer. Jeder hat seine Berechtigung, der eine und der große. Natürlich, ich habe euch gesagt, was ich davon halte. Ich finde sie gut, kann sie nur weiterempfehlen. Sagt danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, für einen Daumen hoch, würde ich mir dann wünschen. Und die mir neu zugeschehen haben, vielleicht lassen die mir ein Abo da, das wäre ganz cool. Also ich bin auf jeden Fall, ich teste für euch gerne alle Maschinen, also ich kann mir natürlich nicht immer wieder alles gleich kaufen, weil sonst eine auf den Deckel kriege von meiner Frau. Aber das, was geht oder das, was ich mir halt dann doch leisten will, oder das, wo ich vielleicht den Einkaufswagen mit reinfliegt bei der Bayer, da kaufe ich übrigens meine Maschinen meistens, wenn ich sie nicht geschenkt kriege, von meiner Familie. Und dann werden wir das eine und andere Gerät natürlich wieder testen. Für mich und für euch herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Einherhari. Bis dann. Bye, bye.